Ja, hallo zusammen. Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich begrüße euch ganz herzlich hier live von der Gamescom 2024 aus Köln. Und ich bin heute nicht nur mit dem Florian vor Ort, sondern auch mit dem guten Dustin. Was für ein Zufall. Dustin, du bist schon ein bisschen länger hier. Wie gefällt es dir hier so? Also um 9 war es noch ganz moderat mit Durchlaufen. Jetzt mittlerweile tue ich mal ziemlich hart. Es fühlt sich langsam. Ja? Aber ist ja normal bei so einer Messe. Ne? Auffällig ist auf jeden Fall, dass die unterschiedlichen Hallen hier auch unterschiedlich krass gefüllt sind. Ich finde, in dieser Halle hier geht es gerade noch, in anderen Bereichen, da geht nämlich gar nichts mehr. Ne? Ja, es staut sich in manchen Bereichen ziemlich. Wie du schon sagst, hier ist es gerade ganz angenehm. Ja. Es ist aber so oder so auf jeden Fall wieder eine Herausforderung, hier ein Video für euch zu drehen. Aber ich nehme die Herausforderung an, versuche euch auf jeden Fall so ein paar coole Dinge hier zu zeigen und mal sehen, was wir hier zusammen erleben. Ne? Ja. Gerade in einem Bereich, hier kann man richtig, richtig coole Statuen kaufen, aber vor allem auch Statuen für den etwas größeren Geldbeutel, denn hier sind Statuen und Skulpturen für 1500 Euro oder hier für 600 bzw. 700 Euro. Ja, man wünscht hier auch nicht, dass man das Ganze irgendwie anfasst, denn das sind wirklich richtig, richtig krass tolle Sammlerobjekte, toll verarbeitet, sehen wirklich fantastisch aus. Wenn man sowas mal live sehen möchte und das nicht einfach blind im Internet kaufen möchte, dann ist man hier auf der Gamescom auf jeden Fall genau richtig. Jetzt sind wir hier gerade in so einem richtig komischen Kasten. Ich bin ganz ehrlich, ich schnall den Sinn nicht so wirklich, aber sieht richtig krass aus, weil man hat hier alles verspiegelt und mit so Leinwänden und so weiter. Ja. Lego hat hier auf jeden Fall auch einen riesengroßen Stand aufgebaut. Hier kann man zum einen diverse Spiele spielen, wie Fortnite und irgendwas mit Sonic und so weiter. Und man kann sich vor allem auch hier jede Menge coole Bausätze oder Figuren im Lego-Style oder aus Lego besser gesagt angucken. Hier hinten gibt es auch so riesige Kisten, wo man irgendwie so Lego... Was macht man denn da? Panda. Man kann einen Panda zusammenbauen. Deswegen auch nur schwarz und weiß. Die Anleitung liegt da oben. Du musst jetzt aus dem ganzen Gewühle die Steine raussuchen. Da hast aber was zu tun, ne? Ich finde hier die Sachen echt cool, aber... Hier ist so ein Bowser zum Beispiel, ne? Er wird schon was hermachen im Regal, aber irgendwie... Ja, du musst schon was für Lego übrig haben, damit man hier irgendwie Gefallen an solchen Dingen findet. Aber ich guck's mir dann halt auch irgendwie mal so an, ne? Ja, die Begeisterung flattert halt mal kurz auf, weil man es als Kind halt hatte, aber eigentlich, naja... Ist so. Ja, wir stehen hier gerade bei The First Berserker oder so. Ja. Und wir warten auf den Florian und haben uns gesagt, wir nutzen mal kurz die Gelegenheit, euch mal zu zeigen, wie viele Leute grundsätzlich bei so einem Spiel hier anstehen, nur damit man mal irgendwie sowas anzocken kann. Ne? Also ich gehe stark davon aus, dass das auch sowas ist wie World of Warcraft. Entschuldigung, wenn ich falsch liege. Und da drin ist der Bereich, wo man es anzocken kann. Das ist alles so ein bisschen wie in einer Schulklasse aufgebaut. Die Schlange geht bis raus auf den Vorplatz. Ich weiß nicht, wie lange du da anzocken kannst. Anscheinend ist es was Neues. Aber ich glaube, wir sind da raus, weil wir haben keine Ahnung. Aber nee, wir haben keine Ahnung. Vor allem, was sagst du? Wie lange würdest du hier so warten? Also die Hindern schätze ich mal so. Ich denke mal, wenn das 5 Minuten Spielzeit sind, so 2 Stunden stehst du hier bestimmt. Ja, da muss man am Ende selbst entscheiden, ob sich das irgendwie rechnet. Vor allem, wenn man auf so eine Messe fährt, dann will man am Ende ja vielleicht auch nicht unbedingt nur irgendwo stehen. Ne? Aber es ist schon manchmal krass zu sehen, was man sich hier wirklich für eine Mühe macht, die einzelnen Spiele und so weiter irgendwie zur Show zu stellen. Ne? Dass man halt auffällt, das ist so heftig aufgebaut. Und ich frage mich tatsächlich, wie man überhaupt dazu kommt, sowas zu entwerfen. Ne? Ja, ist einfach unfassbar. Ich habe gerade so auf den ersten Blick gedacht, hier, das wäre sogar so ein begehbarer Stand. Aber tatsächlich kann man hier hinter einfach zocken. Und es ist mit so viel Liebe entworfen, da hat man eine Rüstung, da ist ein ganzer Käfig, also wirklich ein ganz, ganz toller Stand hier auf der Gamescom. Ja, absolut.
Ich werde gleich nochmal versuchen, euch so ein paar kleine Eindrücke einzufangen, wie man da halt so sitzt und spielt. Ich denke immer so, man könnte halt genauso gut auch einfach ein Schild hier aufhängen und dann entsprechend einfach Computer aufstellen, dass man halt das Spiel so spielen kann. Aber man gibt sich hier wirklich Mühe, damit das halt auch optisch was hermacht. Und alleine deswegen ist das schon toll, hier mal so durchzulaufen. Ne? Ja, mir fallen gerade auch noch die Lampen hier auf. Ey. Wahnsinn, Leute, wirklich Wahnsinn. Wirklich mega. Ich bin erstaunt, weil irgendwie Pokémon-Karten, ich habe gerade schon gesagt, das überlebt irgendwie alles, ne? Ja, aber ich finde es cool, weil man sieht halt hier, es wird halt nicht nur gesammelt, ne, so wie ich das noch kenne, sondern es wird halt auch gespielt in dem Sinne, ne? Wir haben das früher auch irgendwie zum Spielen benutzt, aber bei uns war das noch Schnibbeln. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ja, die Karte vor die Wand werfen, wer am nächsten dran war, der hat alle anderen gekriegt. Aber ja, die Spiele an sich so richtig gespielt hat bei uns tatsächlich niemand. Aber scheinbar gibt es da eine richtige Fanbase. Ne? Ja, finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, ja, ich finde es auf jeden Fall auch cool. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Pokémon nach wie vor irgendwie noch lebt, weil es ist auf jeden Fall noch was, was ich aus meiner Kindheit kenne. Und auch wenn ich jetzt nicht selber mitspiele, ich gucke mir das immer mal wieder gerne an. Wir konnten jetzt hier tatsächlich mal so einen Automaten ergattern und der Dustin, der zockt hier gerade mal dieses... Scheiße, du. ...dieses Kong-Spiel an. Ja, es ist ein Donkey Kong-Klon. So wie es ausschaut, also nichts Originales. Also die Grafik ist halt schon echt richtig räudig, ne? Ja, das macht nichts. In guter Grafik würde das gar nicht funktionieren. Das ist einfach so. Kannst du dir erklären, warum man im Jahre 2024 immer noch Bock hat, so in Anführungsstrichen Spiele mit ultra schlechter Grafik zu spielen? Ich glaube, da geht es einfach um die Einfachheit und einfach nur um die Optik von den Dinger. Ja, es ist halt diese alte Arcade-Geschichte und ab und zu braucht man das halt einfach, dass man einfach mit dem Einfachen zurechtkommt, nicht mit diesem komplizierten, neuen Gezocke mit stundenlangen Updates, sondern einfach Kasten an, zocken, Kasten aus. So wie früher, ne? So ganz so locker, früher. So ganz easy, so Street Fighter oder sowas. Cool. Ne? Wie früher in der Kneipe halt einfach so ein Arcade-Gerät, wo du dann einfach mal abrotzen kannst. Früher hast du einen Euro reingeschmissen oder eine Mark. Und dann hast du einfach gezockt und irgendwann war es vorbei. Und das ist einfach dieses Feeling, deswegen zieht so viele Leute hier an. Jetzt stehe ich hier gerade an einem Stand von Dark Project und hier kann man sich offensichtlich ja, Tastaturen selbst kreieren, selbst zusammenstellen. Die einzelnen Tasten und so weiter, die kann man hier frei austauschen und so weiter und sich ja, coole Designs irgendwie erstellen. Finde ich auf jeden Fall relativ cool. Wollte ich auf jeden Fall mal kurz gezeigt haben. Hier werden OLED-Monitore präsentiert. OLED-Monitore kennen wir natürlich alle aus dem Fernseh- und TV-Bereich, aber gerade im Bereich Computerbildschirme war das Ganze noch nie so richtig krass vertreten. Und ich fand das mal ganz interessant, mir das Ganze anzugucken, denn ich selbst arbeite noch mit einem LCD-Gerät. Ja, aber auch im PC-Monitorbereich macht ein OLED schon durchaus Sinn, weil die Farben, die Kontraste und so weiter sind natürlich wie gewohnt absolut cool und auch gerade fürs Zocken macht einfach mega Spaß. Auf der Gamescom, da sieht man natürlich auch jede Menge krasse Computer, aber bei so manchen Exemplaren, da fragt man sich von der Ferne wirklich, ist das noch irgendwie so ein PC oder so, weil die Gehäuse, die sind wirklich absolut abgefahren. Nicht nur, dass das übel krass beleuchtet ist, sondern einfach auch diese Formen, wenn man sich das hier mal anguckt, mega. Aber man braucht natürlich auch irgendwo so ein bisschen Platz dafür, um das Ganze überhaupt irgendwie vernünftig zur Schau stellen zu können. Sieht aber, wie gesagt, richtig, richtig krass aus und ich wollte euch das auf jeden Fall mal gezeigt haben. Wir stehen jetzt hier bei Dune Awakening und der Dustin sagte gerade schon, Dune kenne ich als Film. Ich wusste gar nicht, dass es das mittlerweile als Spiel gibt. Aber auch das hier ist wieder ein Beispiel dafür, wie krass man hier Spiele vermarktet, was man hier aufbaut. Hier so ein riesiger Sandwurm. Sieht schon geil aus, ne? Voll geil. Richtig, richtig cool. Aber mich würde gerne interessieren, was so ein Stand kostet tatsächlich, wenn da jetzt der Hersteller sich da einmietet und hier einen Stand aufbaut. Also das ist bestimmt nicht ohne. Ja, das ist garantiert nicht ohne.
Und vor allem würde mich bei vielen Spielen einfach mal interessieren, was das denn am Ende wirklich auch so für Spiele sind. Aber leider Gottes ist das hier in jedem Bereich so, dass man unfassbar lange anstehen muss, nur damit man mal irgendwie sehen kann, was man denn da überhaupt spielen kann. Und ja, auch in diesem Fall, irgendwo gibt es wieder einen Einlass, irgendwo gibt es eine Schlange. Und wenn man jetzt nicht bereit ist, sich da 2, 3, 4 Stunden anzustellen, ja, dann bleibt einem am Ende nur die Außenfassade, ne? Ja, absolut. Ist so ein bisschen schade, weil wie du schon sagst, man sieht nicht besonders viel, wenn man sich nicht gerade anstellt. Und das dauert dann tatsächlich, weil die Schlange halt einfach so lang ist. Ich bin gerade so ein bisschen irritiert. Hier hängt so eine riesige Katze an der Decke. Was genau kann man denn jetzt hier machen? Ja, so wie ich das so sehe, scheint das so ein Simulationsspiel zu sein, so wie die Sims zum Beispiel. Ich weiß aber nicht, welche Rolle die Katze da wirklich spielt in dem Fall. Und man hat auch die Möglichkeit, sich hier so als Katze zu verkleiden. Ja, aber ich glaube, du kriegst dann so Katzenpfoten mit oder so, ne? Ja, wäre gut möglich, ja. Keine Ahnung, Leute. Wir stehen hier gerade bei den Ghostbusters Germany, nach wie vor hier auf der Gamescom 2024. Und der Florian, der hat hier gerade einen schönen ESP-Test gemacht. Und bist noch ein bisschen benommen, sagst du, ne? Das hat mein Leben verändert. Also, irgendwann hing ich so wirklich zum Schluss. Da waren sich so die Finger bis in den Arm rein. Ja, aber bis in den Kopf ging es nicht. Also ich hatte wirklich auch mega meinen Spaß. Wenn ihr das Ganze sehen wollt, dann schaltet auf jeden Fall mal bei ihm auf dem Kanal ein, sein Video zur Gamescom. Wirklich, wirklich mega cool. Und ansonsten nochmal Dankeschön auf jeden Fall auch an die Ghostbusters hier. Wieder eine tolle Performance. Das ist ein super Stand, den sie hier aufgebaut haben. Komplett neu designt, hat man mir gesagt, hier mit einem coolen Buchladen und so weiter. Ich hoffe, man kann uns jetzt hier irgendwie hören, dann ist es hier wirklich ultra laut. Da findet gerade so ein Cosplay-Contest irgendwie statt und man blendet dazwischendurch immer so ein Dezibelmeter ein. Und ja, die Leute, die lassen sich davon durchaus animieren, hier mal kräftig Krach zu machen. Eigentlich eine coole Sache. Eigentlich sind wir auch hier hingekommen, damit wir hier ja, ein paar schöne Kostüme sehen können, aber... Pustekuchen, ne? Also wir stehen hier wirklich mehrere Meter von der Bühne weit weg. Und ich habe schon gesagt, also das wird dem Ganzen hier nicht gerecht, weil man sieht ja, wie gut das Ganze besucht wird. Das hätte mindestens doppelt so groß sein müssen eigentlich. Ja, finde ich halt auch. Das ist halt sehr, sehr schade, weil hier laufen schon wieder richtig tolle Kostüme oder Personen in richtig tollen Kostümen rum. Und hier hätte man jetzt normalerweise mal die Möglichkeit, das Ganze gebündelt irgendwie zu sehen. Aber ja, das ist hier echt zu klein und dann schnubbelt sich das hier alles. Und das ist auch nicht irgendwie mal erhöht oder sowas, sodass man sagen kann, du kannst über die Person hinweg gucken. Also sieht man leider echt gar nichts. Die Idee war ja wirklich hier hinzukommen, ein paar schöne Eindrücke für euch einzufangen. Aber ihr seht schon, wie weit wir wegstehen. Es hat gar keinen Sinn. Naja, vielleicht finden wir noch den einen oder anderen Cosplayer, der hier auf freier Wildbahn zu schnappen ist. Gucken wir mal. Uns auch wirklich tatsächlich besser gefallen wie im letzten Jahr. Es ist irgendwie das Gesamtpaket, was diesmal stimmiger war, fand ich. Fand ich auch. Also wir haben zum einen, finde ich, mehr gesehen, obwohl es ultra voll war. Ja. Natürlich an den einzelnen Ständen, da konnte man jetzt nicht so viel sehen, wie man vielleicht gerne gesehen hätte. Aber trotzdem konnten wir einen ganz guten Eindruck von dem bekommen, was man hier so gezeigt hat. Und das war schon wieder phänomenal aufgebaut, toll designt, toll gestaltet. Ja. Ja, die leichten Kritikpunkte, die hatten wir euch auf jeden Fall ja im Video schon genannt. Aber insgesamt hatten wir hier auf jeden Fall mega Spaß und einen tollen Tag. Ne? Ja, und Grüße gehen hier auch nochmal raus an Dustin und seine bessere Hälfte, die Tina. Also ich muss sagen, hat auch richtig Spaß gemacht, die auch hier in Köln heute zu treffen. Ich habe ihn ja zum ersten Mal getroffen sogar und die Tina, also war schon klasse. Auf jeden Fall. Ich habe ihm auch nochmal versprochen gehabt, dass ich auf jeden Fall nochmal erwähne, dass er auch einen YouTube-Kanal hat. Schaut da gerne mal vorbei. Ich verlinke euch das Ganze unten in der Videobeschreibung. Er macht auf jeden Fall auch richtig coolen Content zum Thema Film oder aber auch Vlogs und testet Dinge aus und so weiter und so weiter. Vielleicht ist da ja was für euch dabei. An der Stelle auch nochmal die Empfehlung für seinen Kanal. Kennt ihr sicherlich schon, aber falls nicht,
Floversum. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Auch er hat ja, wie gesagt, hier heute ein cooles Video gemacht. Und da seht ihr zum Beispiel den angekündigten ESP-Test. Ne, Florian, kribbelt's noch? Ja, ich muss mal den Pascal beim nächsten Mal fragen, wie lange die Schmerzen noch anhalten. Nee, Leute, wir fahren jetzt nach Hause und ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet hier ein bisschen Spaß mit diesem Video, konntet einen kleinen Eindruck bekommen von dem, was wir hier so erleben durften. Und ja, die nächsten Veranstaltungen kommen. Wir haben schon wieder einiges geplant, seid da auf jeden Fall gespannt. Und da sind wir jetzt hier raus heute, ne? Und ich sag euch, einer der nächsten Veranstaltungen auf so einem Kanal, das wird heiß. Mehr sagen wir nicht. Tschüss, Leute.